Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Helmut Kohl, ist heute einer der am meisten genannten Politiker in der Bundesrepublik. Er gilt neben Rainer Barzel als der Kandidat für die nächste Kanzlerschaft der CDU mit den größten Chancen. Kohl ist 1930 in Ludwigshafen geboren, also noch ein Politiker der jungen Generation, ein Politiker der pragmatischen Generation. Er ist promovierter Historiker, er ist Mitbegründer der Jungen Union in Ludwigshafen gewesen, er ist sehr früh zur CDU gekommen. Er hat eigentlich keine Blitzkarriere gemacht, sondern hat die ganze Ochsentour einer Parteikarriere hinter sich. Dennoch ist er eigentlich erst in den letzten 2 Jahren in die Öffentlichkeit wirklich eingerückt. Er ist seit Mai 1969 Ministerpräsident in Mainz und möglicherweise ist er der nächste oder übernächste Bundeskanzler. Sehen Sie zu Protokoll Helmut Kohl. Herr Ministerpräsident Kohl, wenn ich Sie jetzt frage, ob Sie Bundeskanzler werden wollen, so werden Sie als erstes antworten, dass es zunächst noch gar nicht um diese Frage gehe und dass Ihre Partei, die CDU, zur richtigen Zeit schon den richtigen Mann haben werde und dass es nur gut sei für die Union, wenn sie viele Kandidaten besitze. Als nächstes werden Sie, soweit ich Ihre Antworten auf einschlägige Fragen kenne, sagen, dass Sie ganz persönlich zunächst einmal eine Aufgabe in Rheinland-Pfalz als Ministerpräsident zu lösen hätten und dass man, wenn man etwas werden will, dies nicht zu sehr wollen dürfe. Und schließlich, geschickt wie Sie sind, werden Sie möglicherweise auch noch sagen, weil Sie alle diese meine Vorbemerkungen unterlaufen wollen, dass, wenn es denn gar nicht anders gehe, Sie auch Bundeskanzler werden müssten. Aber jetzt und hier und ohne alle diese Vorbemerkungen und Vorantworten möchte ich Sie nur bitten, mir zu sagen, möchten Sie es gern werden? Können Sie sich vorstellen, dass Bundeskanzler zu sein für Sie ganz persönlich reizvoller ist als der Schrecken, der von dieser Aufgabe ausgehen kann? Ich glaube, der letzte Teil Ihrer Frage ist der interessanteste Teil, Herr Gauss. Ein Politiker, der sich das Amt zutraut, das tue ich, geht dem Reiz dieses Amtes nicht aus dem Weg. Eine völlig andere Frage ist die konkrete Situation, ob man in ein solches Amt hinein will, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Auf diese Situation komme ich später noch, aber ich bin Ihnen dankbar für diese sehr offene Antwort. Seien Sie noch etwas offener und versuchen Sie zu begründen, worin der Reiz für jemanden, der sich, wie Sie von sich sagen, das Amt zutraut, liegt, Bundeskanzler zu werden. Dies ist kein Amt, das man anstrebt, im üblichen Sinne eines Anstrebens eines Amtes. Dies ist ein Amt, das, wie Sie sagen, voller Schrecken, vielleicht besser ausgedrückt, voller Eiseskälte der Distanz ist und sehr stark die menschliche Nähe und die menschliche Wärme entbehrt. Dies konnte ich aus der Nachbarschaft bei guten Freunden gut beobachten. Das ist ein Punkt, der wirklich schrecklich ist. Die große Chance in einem solchen Amt liegt darin, dass man sich die Frage stellt, und das tue ich auch, und deswegen meine Antwort: Würdest du dir das zutrauen in dem Sinne, dass die Chance des Gestaltens, die in diesem Amte nach unserer Verfassung ganz unvergleichlich liegt, auch tatsächlich wahrgenommen wird? Das ist eine sehr tapfere Antwort, Herr Kohl. Warum glauben Sie, dass Sie dieses Amt bewältigen können? Das ist, glaube ich, eine Frage, die man nicht nur rational belegen kann. Jeder, der in der Politik in einer Führungsfunktion steht, muss sich fortdauernd prüfen, ob er die Anforderungen erfüllen kann. Das muss ein Ministerpräsident genauso oder ein Fraktionsvorsitzender oder ein Minister. Und wenn Sie einen bestimmten Prozess durchlaufen haben, fragen Sie sich, was können Sie darüber hinaus vielleicht bewältigen? Und dann kommt natürlich auch ein Stück Freude an den Möglichkeiten, die noch nicht begrenzt sind, hinzu. In der Einleitung zu meiner ersten Frage habe ich ganz absichtsvoll versucht, bestimmte verzögernde Vorantworten, die Sie etwa geben könnten, zu unterlaufen. Lassen Sie mich jetzt bitte, Herr Ministerpräsident, auf diese Vorbemerkungen in einem anderen Zusammenhang zurückkommen. Ist Ihnen bewusst, dass Sie heute bereits in der politischen Öffentlichkeit eine feste, gestanzte Größe sind, jemand, dessen Reaktionen man meint, vorausberechnen zu können und auch dessen Tricks im öffentlichen Auftreten allmählich, wie die Öffentlichkeit meint, geläufig werden. Ist Ihnen dieses bewusst und stört Sie das? Das ist mir
nahezu immer bewusst, nicht immer, nahezu immer bewusst. Und ich werde fortdauernd durch eine sehr unbarmherzige Öffentlichkeit auf diesen Tatbestand nicht nur hingewiesen, sondern hingestoßen. Ist Ihnen das lästig? Ja. Aber Sie haben da resigniert. Dem kann man sich nicht entziehen, wenn man das ist, was Sie sind. Ich glaube, es ist eine Entwicklungslinie, die hier liegt. Das ist so, man kann es besser übersetzen mit der Betrachtung der sogenannten Popularitäts- oder Bekanntheitskurve. Zunächst verspürt man, wenn man ehrlich ist, und zwar fast jeder verspürt das, eine gewisse Genugtuung. Und dann kommt eine Phase, in der es einem ziemlich lästig wird. Und dann kommt eine Phase, in der ein bestimmtes Maß von Wurstigkeit eintritt. Und das ist, glaube ich, die Phase des Überlebens in dieser Frage. Und Sie sind bereits in dieser dritten Phase? Am Anfang dieser Phase. Aber es macht Ihnen noch Spaß, wenn die Bürger von Rheinland-Pfalz Sie auf der Straße erkennen? Bedingt ja, überwiegend ja. Es gibt also durchaus Situationen, wo man ganz einfach mal gar nichts um den Kopf haben möchte, wo auch eine gut gemeinte Ansprache, die einem auf der Straße widerfährt, nicht sonderlich willkommen ist. Aber im Allgemeinen ja. Wer ja sagt zu einer solchen politischen Führungsfunktion, muss, wenn er redlich ist, auch zugeben, dass er zu dem von Ihnen gefragten Punkt ja sagen muss. Und es eigentlich auch ganz gern tut. Ja, das bedingt das eine wie das andere. Ich hab's so verstanden. Oder man hat die Freude am Spielerischen der Politik, die ja auch dabei ist, nicht. Und dann ist man wiederum kein Politiker. Herr Dr. Helmut Kohl, für mich sind Sie in dem Maße, in dem ich Sie kennenlernte und mich auf dieses Interview vorbereitete, ein Mann geworden, der eben bestimmte Formen des öffentlichen Wirkens und Auftretens, wovon wir eben gesprochen haben, entwickelt hat, die einerseits für ihn nützlich sind, sodass man an Absicht denken muss, an die er andererseits aber offensichtlich auch selbst glaubt. Wie bewusst sind Sie sich Ihrer selbst, Ihrer Art, Ihrer Burschikosität, Ihrer Hemdsärmlichkeit, Ihrer Wirkung durch Anstrich von Jungenhaftigkeit, bestimmten modischen Forderungen an junge Politiker gerecht zu werden? Wie viel von dem, was Ihr öffentliches Auftreten ausmacht, ist, selbstkritisch betrachtet, kalkuliert? Ganz gewiss ganz wenig, da all das, was Sie jetzt zum Teil für meine Begriffe nicht ganz zutreffend hemdsärmlich charakterisiert haben, ja praktisch ein Stück meiner Struktur war zu einer Zeit, als junge Leute in der Politik gar keine Chance hatten. Ich glaube nicht, dass man hier eine Berechnung erkennen kann. Ich möchte mir ein, wenn auch kleines Stück, meiner eigenen Art erhalten. Ich möchte den Versuch unternehmen, zu wenigstens einem, wenn auch kleinen Teil, das zu bleiben, was ich eigentlich bin, nämlich weniger kompliziert und vielleicht mehr direkt und weniger protokollarisch. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe schon in diesem Amt als Ministerpräsident meinen Tribut zahlen müssen in einem Umfang, wie ich es vor Amtsübernahme nicht geglaubt habe. Ich sprach vorhin im Zusammenhang mit dieser ersten Frage davon, dass die Eiseskälte der Distanz in solchen Ämtern sehr rasch einkehrt, dass viele Mitbürger selbst in den eigenen Freundeskreis hinein, anfangen nicht mehr genau das zu sagen, was man eigentlich in einer konkreten Situation erwartet oder sagen sollte. Dass das Überlegen beim Partner, will er das hören, erträgt er das, in einer Form anfängt, opportunistisch zu werden, dass es beinahe gefährlich ist. Hätten Sie nicht, bevor Sie Ministerpräsident wurden, von sich geglaubt, Sie würden diesem Schicksal entgehen können? Ich habe geglaubt, ihm in einem stärkeren Umfang zu entgehen, wie ich es heute sehe. Sie werden oft mit Horst Ehmke, dem Kanzleramtsminister, verglichen. Sie sind beide um 40 Jahre alt, Sie gehören beide zu der sogenannten pragmatischen Generation. Sie sind beide relativ jung zur Spitze aufgestiegen. Ich weiß, dass diese Frage, die nach einem anderen Politiker gestellt wird, heikel zu beantworten ist. Dennoch möchte ich von Ihnen hören, welche Unterschiede Sie zwischen sich und Ehmke aus der Beachtung und Beobachtung des Kanzleramtsministers und Ihrer Selbsteinschätzung sehen. Zunächst einmal, Herr Gauss, ist es sehr schwer, jemanden zu beurteilen, den man nicht so genau kennt. Und ich kenne Horst Ehmke gut, aber nicht sehr gut. Ich glaube, der erste entscheidende Unterschied ist, vielleicht in einer Position ausgedrückt, ich hätte nie das Amt des Kanzleramtsministers übernommen. Warum nicht?
weil ich nicht glaube, dass das eine Funktion ist, die mir gemäß ist. Meine Art, dass ich hier wirklich was Optimales leisten kann. Ich bin keiner, der zur Generalstabsfunktion geeignet ist. Warum nicht? Sagen Sie dieses jetzt, wenn Sie ganz ehrlich sind, mehr positiv für sich oder eigentlich kritisch? Nein, das ist gar keine Wertung. Das ist gut, Sie sagen es ganz wertfrei. Ja. Warum sind Sie nicht zur Generalstabsarbeit im Sinne eines Kanzleramtsministers geeignet? Ja, ich bin, das ist natürlich eine Frage der Vorstellung des Kanzler, des Amtes des Kanzleramtsministers. Ich bin schon der Meinung, dass der Kanzleramtminister eine Funktion hat des Zuarbeitens. Dies ist nicht meine große Stärke. Wenn ich etwas anpacke, will ich selbst anpacken. Sie wollen der Erste sein? Auch der Erste sein, ganz einwandfrei. Aber auch, ich will, wenn ich anpacke, selbst anpacken. Und das Zuarbeiten ist nicht meine Sache. Ich kann recht gut, glaube ich, delegieren, aber das ist eine ganz andere Position. Unabhängig davon, dass Sie der Erste sein wollten, wo immer Sie es können, würden Sie meinen, Sie würden lieber ein Ressortminister sein in der Bundesregierung als ein zuliefernder Kanzleramtsminister im Kanzleramt? Ich würde keines von beiden gerne sein. Wenn schon, denn schon. Herr Gauss, ich bin Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes. Die Verfassungsstruktur der Bundesrepublik gibt dem Amt eines Ministerpräsidenten eine Fülle von Chancen der Gestaltung, dass es einfach für jeden, der etwas sich näher mit der Materie beschäftigt hat, nahezu selbstverständlich ist, dass dies ein Amt ist, das so reizvoll ist, dass es eigentlich kaum ein vergleichbares Amt gibt, was einen reizen könnte im Sinne von noch mehr Möglichkeit des Gestaltens. Sehen Sie noch andere Unterschiede zwischen sich und Ehmke? Ich habe den Eindruck, das muss ich sehr zurückhaltend formulieren, weil ich ihn, wie gesagt, nicht genug kenne, dass Horst Ehmke vielleicht eher an die Möglichkeit des Machbaren glaubt als ich. Ich habe eigentlich zunehmend dazugelernt, obwohl es meiner Grundstruktur schon entspricht, dass eine Reihe von Größen, Prinzipien und Grundlagen des Zusammenlebens weniger beeinflussbar sind. Ich habe aus der Distanz gelegentlich den Eindruck, vielleicht durch im Unrecht, dass er eher glaubt, dass hier Einfluss mehr, dass mehr Einfluss möglich ist als ich. Ich weiß das aber nicht, ich kann das nur vermuten. Ich verstehe. Dass Sie dieses weniger glauben, ist das möglicherweise ein konservativer Grundzug, wodurch ich nichts ausgesagt haben will über spezielle politische Einzelfragen, ja, und wie Sie die beantworten, sondern nur den Grundzug gemeint. Ja, wenn Sie konservativ im althergebrachten Sinne jetzt ohne diese schablonenhafte, ja, Worthülsenbetrachtung, die heute leider, ja, Gottes unsere Diskussion, nicht unsere, aber die Gesamtdiskussion erfüllt, was ich für ziemlich unnötig und absurd halte, mit einer und ohne jede Wertung, stimmt das ganz gewiss. Ich würde schon von mir selbst sagen, dass ich einen konservativen Grundzug habe. Meine Lebensgewohnheiten ist das auch abzulesen. Sind Sie da mit sich in Übereinstimmung oder ist das etwas, woran Sie sich gelegentlich reiben, dass Sie diese konservative Grundhaltung haben? Nein, das ist ein Punkt, an dem ich mich eigentlich recht wenig reibe. Gibt es einen Mann oder gar mehrere in der derzeitigen Bundesregierung, zu der Ihre Partei in Opposition steht, deren Leistung Sie anerkennen? Ja, eine ganze Reihe natürlich. Wen? Und warum? Ich anerkenne, ich kann eine ganze Reihe dieser Beispiele sagen. Mir gefällt beispielsweise ausgesprochenermaßen den Stil des Teams, den der Bundeskanzler Brandt pflegt. Ich glaube, das ist seine Stärke. Ich stehe zu seiner Politik in einer sehr kritischen Distanz, dass er Loyalitäten erzeugen kann und soweit ich es erkennen kann, auch Loyalitäten hält. Das scheint mir eine sehr wichtige Sache zu sein. Es hat gar nichts mit einer parteipolitischen Einstellung zu tun. Mir gefällt die rasche, auffassende Intelligenz von Helmut Schmidt, mit dem es einfach angenehm ist, auch in den Geschäften des Alltags, und so etwas gibt es ja auch zwischen Ländern und einem Bundesminister, zusammenzuarbeiten. Mir gefällt in diesem Zusammenhang auch die Arbeit, die Kontaktmöglichkeit mit dem Bundesfinanzminister. Meine Erfahrungen sind so, dass er ein Mann ist, mit dem man eine Abrede halten kann. Ich halte das alles für sehr wichtig. Es gibt andere Beispiele noch, aber das sind einige wenige Beispiele. Herr Kohl, dies klang jetzt sehr eindrucksvoll ehrlich, was Sie gesagt haben. Ganz ungeniert will ich dennoch fragen,
Wie viel Raffinement ist auch in dieser Antwort enthalten? Raffinement ja. Folgender Art. Wenn man einen oder zwei oder drei oder vier in durchaus wichtigen Punkten lobt, wirkt der Angriff gegen die Regierung im Ganzen umso glaubwürdiger. Ich hielte dies für einen erlaubten Trick. Nein, das war kein Trick. Aber wie Trick. Weit ist es einer? Herr Gauss, das war kein Trick, es war konkret Ihre Frage. Sie haben nach einigen gefragt. Ja, natürlich. Und ich sehe im Übrigen auch in diesem Gespräch nicht meine Aufgabe drin, diese Regierung zu preisen oder nicht zu lobpreisen. Dass ich sie nicht lobpreise, ist allgemein bekannt. Da brauche ich nichts dazu zu sagen. In der Tat. Herr Ministerpräsident Kohl, in den letzten Lebensjahren Adenauers galten Sie als dessen Favorit unter den Nachwuchspolitikern der CDU. Worin sehen Sie Adenauers stärkstes Talent? Wohlgemerkt, ich frage nicht nach seiner stärksten Leistung, sondern nach seinem stärksten Talent. Ich glaube, das wohl stärkste Talent, ob das Wort Talent das richtige Wort ist, weiß ich schon nicht. Aber lassen wir es mal als solches stehen. Nehmen Sie ein anderes Wort. Ja, ich habe im Augenblick, keines jetzt zur Verfügung, das besser ist. Aber wir wollen nicht von seiner Leistung, sondern von seinem Talent reden. Ja, das glaube ich, dass Konrad Adenauer durch ein langes Leben hindurch einen sich immer verstärkenden Sinn für den Gang, für den Entwicklungsstrom der Geschichte bewahrt und entwickelt hat. Das zeigt auch seine ausgesprochene Neigung zur Außenpolitik hin. Er war ein Mann, der, glaube ich, die großen Zeitströmungen richtig eingeschätzt hat. Sie haben eingangs... Ich will als Beispiel nur sagen, ja. Es ist natürlich zugleich Leistung auch, seine absolut richtige Erkenntnis, dass das 20. Jahrhundert nicht zu Ende gehen wird für die Deutschen. In dieses Land frei bleiben soll, wenn wir das nationalstaatliche Prinzip nicht überwunden haben. Das war für ihn mehr als ein taktischer Zug, etwa die Deutschen nach dem Zusammenbruch nach Europa zu führen, um auf diese Weise aus der Misere rauszukommen. Das war schon ein Prinzip und ein neuer Denkansatz, der sich ja bei ihm schon in früheren Zeiten vorbereitet hat. Herr Dr. Kohl, Politiker allgemein und speziell in einer hervorgehobenen Position, wie Sie es als Ministerpräsident und als ein möglicher Kanzleranwärter sind, sind dauernd in der Versuchung, bei allen öffentlichen Bekundungen an die Fernwirkung Ihrer Bekundungen zu denken. Hm. Denken Sie jetzt auch an diese Fernwirkung? Oder natürlich. Sind Sie im Sie denken daran? Natürlich. Man kann nicht sich in die Gewalt eines Mediums wie des Fernsehens begeben, als handelnder Politiker und nicht daran zu denken. Denn das gleiche Fernsehen würde dann die entsprechende Replik fahren. Ich will es nur trotzdem versuchen. Ja. Sind Sie bereit, Herr Dr. Kohl, mit mir folgendes politische Planspiel in Frage und Antwort durchzuspielen? Das Planspiel nämlich, unter welchen Umständen Ihre Aussicht, Kanzler zu werden, ganz theoretisch und ausdrücklich zwischen uns beiden, vor vielen Zuschauern hoffe ich, vereinbart, ohne dass man Sie darauf festnageln darf, am größten wären, Ihre Aussichten, Kanzler zu werden. Sind Sie bereit, dieses Planspiel mal durchzuspielen? Da ich die Kondition nicht kenne, natürlich als Politiker nur bedingt, aber fangen wir können wir mal an. Anfangen. Ja. Fangen wir mal an. Warum gehört es eigentlich nicht zur deutschen Politikersitte, zu sagen, der da aus derselben Partei ist mein Konkurrent und ich will ihn ausstechen, weil ich glaube, dass ich der bessere Kanzler wäre? Ja, das hängt aber mit etwas zusammen, Herr Gauss, was sozusagen im Vorraum dieser Frage angesiedelt ist. Dass bei uns der Umgang mit Macht als etwas beinahe Unkeusches gilt. Und wer öffentlich und ehrlich zugibt, dass er Macht haben will, um zu gestalten oder etwas zu verändern, nicht aus protokollarischen Gründen oder sonst etwas, der gerät in eine eigenartige Zone. Der Bürger erwartet zwar in dieser freiheitlichen Demokratie, dass die die Macht haben, sie ausüben, dass sie etwas tun. Aber das offen zuzugeben, gehört noch in einem tiefen psychologischen Bereich, der noch nicht sonderlich entwickelt ist. Und damit hängt Ihre Frage zusammen. Dies ist mir ganz bewusst. Ich möchte nun aber wissen, Sie wollen dieses nicht auch noch mitversuchen, nämlich diese verkrampfte Haltung gegenüber der Ausübung politischer Macht mit abzubauen, sondern da wollen Sie sich lieber den Spielregeln
Nicht zu früh? Nein, nicht sonderlich. Ich habe ja Ihre erste Frage beantwortet. Gut. Das ist ein Gegenbeweis. Richtig. Dann fahren wir in dem Planspiel fort. Barzel ist Ihr stärkster Konkurrent, richtig? Sicher. Wenn das so ist, kann man dann sagen, dass Barzels Chancen, Kanzler zu werden, größer sind, wenn die Regierung Brandts vor 1973 zu Fall kommt und wenn es an der CDU-Bundestagsfraktion liegt, einen neuen CDU-Kanzler zu wählen. Ich glaube, das wird zwar immer öffentlich behauptet, ist einfach das Problem zu verkürzt dargestellt. Bitte. Rainer Barzel ist ohne Zweifel eine der größten Begabungen, die wir in der CDU haben. Und Rainer Barzel ist ganz einfach, wenn Sie so wollen, auch von der Position her im Augenblick dran. Wer in Bonn Fraktionsführer ist, Oppositionsführer ist, ist auch im Bild der Partei jetzt in einer Situation, dass, wenn diese Situation eintreten würde, von der Sie sprachen, er dran ist. Als Kandidat. Also ist es richtig, er ist Ihr schärfster Konkurrent und er würde, wenn es vor 73 zu der Notwendigkeit käme, die größte Chance haben. Herr Gauss, ich habe ja zu Beginn bei Ihrer allerersten Frage, ob ich selbst überhaupt für so ein Amt zur Verfügung stehe, gesagt, im zweiten Teil muss natürlich hinzugefügt werden, unter welchen Umständen, in welcher Situation, zu welchem Zeitpunkt. Ich erinnere ganz konkret daran. Heißt dieses, und ich habe vorhin gesagt, dass wir darauf noch kämen und jetzt sind wir da, heißt dieses, dass es für Sie, Herr Dr. Kohl, am günstigsten wäre, im nächsten Jahr als Nachfolger Kiesingers Parteivorsitzender zu werden und dann bis 1973 als Kanzlerkandidat sich zu profilieren? Dies geht davon wieder aus, dass hier ein Zeitplan abläuft, an den ich, so wie Sie ihn jetzt charakterisieren, schlicht und einfach nicht glaube. An welchen glauben Sie? Die Imputabilen sind ganz anders. Ich glaube an gar keinen Zeitplan, den man so messbar darstellen kann. Eine Partei wie die CDU, die CDU-CSU, die ja immer noch die stärkste Partei der Bundesrepublik ist und so wie es jetzt aussieht, auch wieder wird, zumindest in den nächsten Wahlen. Eine solche Partei muss ja danach streben, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Regierungsverantwortung wieder zu übernehmen. Sonst wird sie unglaubwürdig in ihrem Streben, aus ihrem Geist heraus zu gestalten. Und dementsprechend muss die CDU-CSU ihr Ziel daran setzen, möglichst früh die Regierung zu übernehmen. Und daraus ergeben sich für diese personellen Überlegungen natürlich Konsequenzen. Ich habe nie erklärt, dass ich in der jetzigen Situation etwa für ein solches Amt, Regierungsamt in Bonn zur Verfügung stehe. Was ich erklärt habe, ich darf das gerade noch sagen, ist, dass ich unter bestimmten Voraussetzungen zum Parteivorsitz kandidiere. Was 1973 sein wird, weiß zur Stunde niemand. Dieses, Herr Dr. Kohl, war eine außergewöhnlich geschickte Antwort. Denn Sie haben damit die Auskunft verweigert, ob es nicht am Ende für Sie am besten wäre, wenn die Frage erst 1973 gestellt würde, und haben gleichzeitig, ohne Barzel zu nennen, gesagt, so schnell wie möglich muss das natürliche Ziel jeder Oppositionspartei sein, was kaum zu bestreiten ist, und damit sozusagen Barzel den Wind aus den Segeln genommen, wenn er etwa wegen Ihrer Äußerungen in diesem Gespräch irgendwo Unlustgefühle hätte. Noch einmal gefragt, Ihre Chance ist am größten, wenn es bis 73 dauert. Ich glaube, dass auch, dass das die Jahreszahl schlicht und einfach falsch ist. Meine Chance besteht darin, knapp ausgedrückt, wenn ich jetzt von Chancen spreche, Herr Gauss, dass ich enorm viel Zeit habe. Ich bin 40 Jahre alt. Warum, Herr Helmut Kohl, können Sie kein Sozialdemokrat sein? Das ist ein ganzes Bündel von Argumenten. Keiner von uns kann ja etwa aus seiner Umwelt, in die er hineingeboren ist, völlig aussteigen. Ich jedenfalls kann es nicht. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn man in einem Elternhaus groß gewachsen ist, wie ich. Schildern Sie es. Ein Beamtenhaushalt mit einem streng katholisch und zugleich, das ist in der Pfalz möglich, liberalen Grundton, dass man in einer Stadt groß geworden ist, in der die Sozialdemokraten seit langem eine bestimmte Funktion haben, mit all dem, was dabei zu beobachten und zu sehen ist. Dass man dann Sozialdemokrat wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Also wenn Sie so wollen, bin ich nicht in die Sozialdemokratie hineingeboren. Ich bin an sich schon von meinem Elternhaus in die CDU hineingeboren. Das ist ganz eindeutig. Und ich bin als Schüler in Unterprima zur CDU gekommen, vor jetzt 23 Jahren, eigentlich ganz selbstverständlich als die natürliche Linie
die für mich sich abzeichnete, wenn ich mich politisch interessieren wollte und politisch engagieren wollte. Und in diesen 23 Jahren habe ich eigentlich immer mehr die Überzeugung gewonnen, dass mein Platz in dieser Partei ist, der ich heute angehöre, und dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass ich Sozialdemokrat würde. Wenn ich nun die Entwicklung der SPD sehe, gab es natürlich da eine Phase nach Godesberg, wo etwa zu einem viel späteren Zeitpunkt in einem anderen Milieu geboren, diese Frage sich vielleicht auch für mich anders gestellt hätte. Aber wenn ich die weitere Entwicklung der SPD von heute und die wahrscheinliche Entwicklung, wie ich sie sehe, von morgen übermorgen sehe, bin ich ganz sicher, dass diese Versuchung an mich nie herantreten würde. Wiewohl für mich beispielsweise als Penela, als Bub, mit zu den eindrucksvollsten Erlebnissen gehörte die erste Begegnung mit Kurt Schumacher, die mich ausgesprochenermaßen beeindruckt hat. Und zwar der Mann Kurt Schumacher, der seine ganz ungewöhnlich schwierige körperliche Situation mit einer so unbändigen und bei einer physisch spürbaren Willenskraft überwältigt hat. Ein fantastisches Beispiel für einen Jüngeren, wie hier wirklich Körper und Geist miteinander in Harmonie geraten. Lassen Sie uns von Ihrer Partei sprechen. Sie gehören zu den Politikern in der CDU, die ein besseres Verhältnis Ihrer Partei zu den Intellektuellen für dringend notwendig halten. Und wenn Sie über das bisher mehr unglückliche Verhältnis zwischen Intellektuellen und CDU sprechen, dann schonen Sie Ihre Partei nicht. Wenn ich nun aber sage, dass ein großer Teil der Unlust der Intellektuellen an den Unionsparteien CDU, CSU weniger daher rührt, dass sie Anstoß, die Intellektuellen, Anstoß an konkreten politischen Einzelentscheidungen nehmen, als vielmehr daran, dass die Union ein Sammelbecken restaurativer Vorstellungen ist. Wenn ich das so simpel sage. Ja, das ist auch eine ziemliche Behauptung, Herr Gauss. Ja, eben. Ich will das gerade fragen. Schlicht und einfach bestreiten. Ich will das gerade fragen. Ja. Wenn ich das so sage, dann sagen Sie, damit haben die Intellektuellen ganz Unrecht. Nein, nicht ganz, aber in dieser Absolutheit. Das war meine Frage. Ja. Haben Sie damit ganz Unrecht? Teilweise haben Sie Unrecht, teilweise nicht. Es sind zwei Punkte, die hier, glaube ich, zu nennen sind. Zunächst einmal, dass die CDU durch 20 Jahre Machtausübung in der Bundesrepublik auf den verschiedensten Ebenen in eine Entwicklung gegangen ist, dass sie im täglichen Geschäft, also der Tagespolitik, der Verantwortung für bestimmte Probleme, Lösung der bestimmten Probleme, dass die CDU in dieser Situation einfach das nötige Maß an Offenheit, an Öffnung, an Diskussion, an sich zur Disposition stellen, nicht gebracht hat. Das geht heute der SPD bereits nach einem Jahr ähnlich. Aber die intellektuelle Schicht oder die intellektuellen Gruppierungen in diesem Lande haben auch ihrerseits sich nach Art eines chinesischen Schattenboxers ein Bild dieser CDU entwickelt, das in gar keiner Form dem entspricht, was wirklich ist. Gut, wollen wir in einer Zusatzfrage versuchen, dieses etwas deutlicher zu machen. Finanzminister Möller hat im Bundestag gesagt, und ich hoffe, Sie stehen jetzt nicht auf, wenn ich dieses wiederhole, nein, dass die beiden Weltkriege und die darauf folgenden Inflationen zu verantworten hätten, der CDU, CSU geistig näher stünden als der SPD. Ich weise ausdrücklich darauf hin, weil das untergegangen ist, dass er gesagt hat, diese stünden der CDU, CSU näher, und er hat nicht gesagt, die CDU, CSU stünde diesen näher. Die Opposition hat daraufhin den Bundestag verlassen, was ich für ein sehr verständliches Verhalten in der derzeitigen Situation ansehe. Darüber müssen wir hier nicht sprechen. Aber eins möchte ich doch von Ihnen, der Sie ein promovierter Historiker sind, wissen. Ist es nicht so, dass bei allen Mängeln, die die SPD zeigt und hat und als Partei besitzt, die CDU-CSU, gerade weil sie viel früher als die SPD eine Sammlungsbewegung sein wollte, Schichten an sich gezogen hat, nicht aus der Absicht, nicht von der Gründungsabsicht her, die Werte, Machtpositionen, Herrschaftsstrukturen vertreten haben, die in der Tat mit den beiden Weltkriegen und mit den beiden Inflationen mehr zu tun hatten als die normale Anhängerschaft der SPD. Ist das nicht historisch richtig? Nein.
Mich stört an diesem Satz von Alex Möller nicht die ziemlich bodenlose Unverschämtheit, die daraus kommt. Das ist eine Sache, über die wir heute nicht zu sprechen haben. Mich stört, dass er mit einem solchen Satz, und Alex Möller ist nicht irgendwer, ist einer der angesehensten Politiker in der Bundesrepublik, nicht vom Amt her jetzt, sondern also von der Statur, dass er damit einem Stück Zeitgeist nachgibt, was ich für verhängnisvoll halte. Herr Gauß, das Problem, vor dem wir heute stehen in der deutschen Demokratie, ist, dass wir neben vielen Dingen, die notwendig sind im Umgang dieser Politik, wie etwa, dass unsere Währung stabil bleibt, dass die Zuwachsraten stimmen, in der Wirtschaft und vieles andere mehr, immer noch die Frage unseres Verhältnisses zur eigenen Geschichte nicht in Ordnung gebracht haben, nicht geklärt haben. Und wer so verkürzt behauptet, dass die eine Seite sozusagen da mehr Schuld trage als die andere, der verkennt ganz einfach, dass auch in sozialdemokratisch wählenden Stadtteilen 1933 aus einer sehr konkreten historischen Situation heraus die Hakenkreuzfahne herausgehängt wird. Der fängt an, eine Art moralische Beckmesserei Vorschub zu leisten, die ganz gewiss einer vernünftigen Beziehung zur eigenen Geschichte im Wege steht und die vor allem, und das ist mein Hauptvorwurf, in einem Moment uns nicht zu einer nüchternen Betrachtung bringt, in der eine ganz neue Generation in Deutschland neu in die Gesellschaft eingetreten ist. Entschuldigung, da muss ich nun sagen, was ich nicht in meiner Vorbereitung für dieses Interview drin hatte. Er hat dies gesagt, nachdem man ihm vorgeworfen hat, er mache die dritte Inflation. Und dieses, und zwar ein Abgeordneter Ihrer Partei, und dieses hat ihn natürlich in eine Reihe gestellt, wo er nun in der Tat versuchen musste zu unterscheiden, wessen Ahnen mehr in dieser Reihe stünden. Gut. Lassen wir dieses aber jetzt beiseite, weil das in der Tat in diesem Gespräch müßig ist. Nur den Historiker Kohl, der in Frankfurt und Heidelberg nach dem Kriege studiert hat, gefragt, Sie wissen auch, dass Geschichte, und dass dies noch kein kommunistischer Standpunkt ist, auch Geschichte von Klassen ist. Natürlich ist das so. Und dass 1914 und auch 1923, trotz der halben Revolution von 1918 und 1933, bestimmte Klassen mehr involviert waren als andere. Aber Herr Gauß, auch das stimmt. Bloß der jetzt folgende Schluss stimmt eben nicht. All diese Klassen, all diese Gruppierungen, übrigens all diese Vorgängerparteien, sind ja übergegangen in einen breiten Strom in das heutige politische Leben in der Bundesrepublik. Sie finden aus der ganzen Palette der Weimarer Parteien Anhängern in der CDU/CSU, in der SPD und in der FDP. Das lässt sich doch überhaupt nicht leugnen. Sie finden eine ganze Reihe von Persönlichkeiten der Nachkriegspolitik innerhalb der SPD, die vor 33 nicht bei der SPD waren, die auch was anderes gewählt haben. Ich finde es einfach viel zu einfach, um nicht zu sagen zu primitiv, dass man den Aktivsaldo und den Passivsaldo der Geschichte so verteilt. Gut. Das geht nicht. Sind Sie der Meinung, dass die Kinder von Vertriebenen, die in Westdeutschland geboren worden sind, Heimatrecht in den ehemals deutschen Ostgebieten haben? Herr Gauß, das Heimatrecht ist ein, so wie wir es verstehen, im Wege des Selbstbestimmungsrechts ein personales Recht. Und dieses Heimatrecht ist natürlich in der zweiten Generation ein Recht, das, wenn Sie so wollen, fortgeschrieben ist und dadurch nicht mehr diese gravierende Substanz hat. Das heißt, Sie würden einfacher gesagt sagen, die Kinder der Vertriebenen haben das Heimatrecht nicht mehr. Zumindest nicht, ich glaube nicht, dass man das so absolut auch formulieren kann, sondern ich glaube, dass natürlich auch da noch Beziehungen bestehen, aber nicht, gar nicht vergleichbar mit der Generation der Eltern, von der Sie sprachen. Unter welchen Umständen würden Sie die Oder-Neiße-Grenze als endgültige polnische Westgrenze anerkennen? Herr Gauß, wir stehen in einer aktuellen Diskussion dieser Frage. Sie können von einem Politiker in meiner Funktion jetzt nicht mitten in der Diskussion der deutsch-polnischen Beziehung hier eine umfassende Antwort. Eigentlich erwarten. Doch. Nein. Ich finde ja. Ich will ja gar nicht, dass Sie alles für und wider hier erörtern. Ich möchte ja nur jetzt doch mal fragen, ob der 1930 geborene Helmut Kohl so, wie er ist, am Ende nicht doch sagt,
Die Oder-Neiße Grenze ist die endgültige Grenze. Herr Gauss, ich sage etwas anderes darauf. Für mich, und dies ist keine neue Aussage, die ich jetzt treffe, ist die Frage der Aussöhnung mit Polen eine der Grundvoraussetzungen der europäischen Zukunft. Und das ist mehr als nur ein verbaler Friedensschluss. Und das bedeutet, dass auf diesem Wege auch in der Bundesrepublik Opfer gebracht werden müssen. Freiheit, Herr Dr. Kohl, ist das, was die westliche parlamentarische Demokratie als ihren Vorsprung gegenüber dem totalitären Osten reklamiert. Und wahr ist, dass wir beide beispielsweise von dieser Freiheit profitieren. Ja. Aber belügen wir uns nicht, wenn wir meinen, diese Freiheit sei ein vorrangiger Wert für alle Menschen. Ist das nicht an eine Bewusstseinshöhe und an eine soziale Position gebunden, die der größte Teil der Gesellschaft ohne eigene Schuld nicht besitzt? Sprechen Sie jetzt speziell nur von der deutschen Gesellschaft? Lassen Sie uns vom westlichen System sprechen oder von der Bundesrepublik, wie Sie es wollen. Aber ist es nicht so, dass Freiheit ein politisches Bewusstsein, eine soziale Sicherheit voraussetzt, die wir haben und die es uns ermöglicht, von Freiheit als einem Wert zu sprechen, die aber die meisten ohne Schuld nicht haben? Ich glaube, Herr Gauss, dass der Punkt darin liegt, dass wir in der Bundesrepublik bei all unseren noch vorhandenen Schwierigkeiten sagen können, dass das System der Freiheit, das wir entwickelt haben, zum Teil sind es ja sogar Systeme der Freiheit, in diesem Lande die höchste Chance für privates Glück bringt. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Argument. Ich sehe keine vergleichbare Staatsform, die Ähnliches ihren Bürgern bescheren kann. Hat das deutsche Volk, das ist eine sehr bittere Frage, Herr Dr. Kohl, hat das deutsche Volk in seiner Mehrheit unter dem nationalsozialistischen Regime die Freiheit vermisst? Ich habe die Zeit als Kind erlebt. Ich bin in Familien als Kind umgegangen, die das vermisst haben. Aber Sie haben vorhin geschildert, was Ihre Herkunft ist. Eine katholische, eine demokratisch, zentrumspolitische, gebundene. Sie wissen so gut wie ich, dass, bitter genug zu sagen, ja, Herr Gauss, die ich glaube, Mehrheit man muss es hier nicht vermisst eine Behauptung oder eine Feststellung vorweg treffen. Das deutsche Volk des Jahres 1933, und von dort ab müssen wir dann ja unsere Betrachtung datieren, war ja ein Volk, das einen sozialen Standard hatte, der nicht mit dem vergleichbar ist vor 33, was wir heute in der Bundesrepublik haben. Ein Bürger, der noch nie in seinem Leben eine Auslandsreise sich genehmigen konnte, finanzieren konnte, vermisst unter Umständen die Erlaubnis, ins Ausland zu fahren, nicht. Einer, der noch nie mit Devisen umgehen konnte, weil er gar nicht in die Lage kam, das zu tun, der betrachtet eine Frage wie Devisenbewirtschaftung anders als der, zu dessen Lebensstils inzwischen geworden ist. Das akzeptiere ich. Das heißt aber auch, und dies ist ja gar keine lustige Antwort, das ist ja etwas, was wir beide nicht gerne hier austauschen. Dies heißt aber auch, das, was so das Schild ist, das das westliche System vor sich herträgt, Freiheit, ist gebunden an bestimmte soziale Erfolge und Errungenschaften. Ja, wir haben ja das Paradebeispiel vor der Haustür. Das gehört für mich zu den großen Skandalen der Gegenwart. Sie meinen die DDR? Nein. Der gegenwärtigen deutschen Politik oder der öffentlichen Meinung in Deutschland, dass wir kaum darüber reden. Nein, die CSSR. Hier ist doch ganz deutlich, dass das Verlangen nach mehr Freiheit zugleich auch ein Verlangen nach mehr sozialem Aufstieg war und ist. Gut. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Würden Sie den Versuch, und es kann nur ein Versuch sein und er kann scheitern, aber lassen Sie uns jetzt nur von der theoretischen Möglichkeit ausgehen, würden Sie den Versuch befürworten, die soziale Bindung, die soziale Verpflichtung des Eigentums so präzise festzulegen, dass Verstöße gegen diese soziale Bindung durch Enteignung geahndet werden? Ich fürchte, Herr Gauss, die Frage ist leichter gestellt als präzise beantwortet. Ich bin fest davon überzeugt, dass freiheitliche Demokratie und Eigentum unlösbar miteinander verbunden sind. Ich bin ebenso fest davon überzeugt, dass das Prinzip von Eigentum zerstört wird, wenn die Sozialbindung nicht fest
an das Prinzip Eigentum gefügt wird. Sie können das am besten heute demonstrieren im Bereich der Sozialbindung von Grund und Boden. Und ich bin absolut mit einverstanden, dass wenn hier eine gewisse Marge, die sehr schwer zu umschreiben ist, auch im Rechtsstaatlichen sehr schwer zu umschreiben ist, überschritten wird, dass Enteignungen möglich sind.